Ja, also nachdem wir heute Morgen ein bisschen eingetaucht sind in Linked Data und in eine sehr spannende technische Welt, zoomen wir jetzt wieder ein bisschen raus. Wir machen ein bisschen mehr Big Picture. Heute Nachmittag geht es vor allem darum, was denn die Chancen und die Potenziale sind von Open Source für die gesamte Gesellschaft. Und dafür haben wir zwei sehr spannende Gäste eingeladen. Ich möchte die erste hier vorstellen. Julia Kläuber. Sie gründet lauter Projekte, welche den gesamtgesellschaftlichen Nutzen der Digitalisierung in den Vordergrund stellen. Beispielsweise den ersten staatlich geförderten Förderfonds für Open-Source-Projekte, den Prototype Fund. Und wir sind sehr gespannt, was sie uns dazu zu erzählen hat und von den anderen Projekten auch. Willkommen, Julia. Darf ich dich auf die Bühne bitten? Hallo, vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin das erste Mal in Bern. Hatte eine großartige Zeit bisher. Genau, in den nächsten 20 bis 25 Minuten möchte ich zu Open Source Innovationen für eine freie und offene Gesellschaft sprechen. Ich möchte damit anfangen, dass die Welt kompliziert ist und dass sich das nicht so schnell ändern wird, leider. In den letzten Wochen und Monaten ist eine Reihe beunruhigender Sicherheitslücken ans Tageslicht gekommen. Das ist so eine Slide, die kann man fast jede Woche aktualisieren. Die letzten waren eben iPhones und Linux-Distributionen. Das heißt, fast jeder in dem Raum ist auf die eine oder andere Art davon betroffen. Und die Details im Einzelnen sind zu kompliziert und sprengen jetzt auch so ein bisschen den Rahmen dieser Veranstaltung. Aber Überschriften wie diese und zahlreiche vor ihnen füttern eine unbewusste Sorge in unseren Köpfen. Nämlich die Sorge, können wir unseren Geräten vertrauen, können wir der Software, die wir nutzen, vertrauen. Manche werden sagen, dass wir das nicht können. Unsere Telefone überwachen uns, unsere Social Netzwerke verkaufen unsere Informationen an den Höchstbietenden, unsere Politikerinnen sind korrupt, unsere demokratischen Institutionen ineffizient und unsere politischen Koalitionen bürokratisch. Es ist sehr einfach, den Zyniker oder die Zynikerin zu mimen. Es ist einfach, einer Welt gegenüber zu kapitulieren, die vermeintlich dem Abgrund zusteuert. Die Welt um uns herum ist derart komplex, dass unser Unvermögen, sie zu verstehen, ein Misstrauen schürt. Sowohl in unsere technologische Infrastruktur als auch in unsere demokratischen Institutionen und den wissenschaftlichen Konsens. Dieses Verhalten ist aber schwierig und vergiftet unsere Gesellschaft. Was ist also zu tun? In einem ersten Schritt ist Folgendes wichtig, meiner Meinung nach. Anstatt anzunehmen, dass jeder oder jede da draußen es auf uns abgesehen hat, müssen wir vom Guten ausgehen. Das ist natürlich einiges schwieriger, als den Zyniker zu spielen. Es macht uns verwundbar, angreifbar, verwundbar, dass wir ausgenutzt werden. Aber dieses Vertrauen ist wichtig, denn es ist so ein Stück weit das Herzstück unserer Zivilisation. Wenn wir uns nicht guten Gewissens einander öffnen können, können wir nicht kooperieren, wir können keine Partnerschaften bilden, keine Kollaborationen formen und Freunde finden. Aber wir müssen auch pragmatisch bleiben bei all dem Vertrauen. So sehr wir anderen vertrauen, so sehr wir in unsere eigenen Fähigkeiten vertrauen, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch umsetzen können, so sehr müssen wir auch die Möglichkeit haben, Dinge zu überprüfen. Wir müssen sicherstellen können, dass auf unseren Telefonen nur die Software läuft, die auf ihnen laufen sollen. Wir müssen unsere Druckertreiber auf Schwachstellen untersuchen können, auch ohne, dass uns Kopierschutz dabei im Wege steht. Wir müssen dafür sorgen, dass Wissenschaftler und Wissenschaftler ihre Arbeit machen können, um diese Schwachstellen zu finden. Und wir müssen auch Kontrollinstanzen in unseren Regierungen haben, um das Wählervertrauen zu gewährleisten. Was braucht es jetzt also? Was sind Qualitäten, die es dafür braucht, für diese offenen und freien Gesellschaften? Und das ist jetzt wirklich nur ein Auszug. Das erste ist mal ein Open Mind. Wie bereits erwähnt, müssen wir offen im Umgang miteinander sein, um kollaborieren zu können und ganz wichtig, auch mit denen kollaborieren zu können und uns austauschen zu können, die nicht zwangsläufig unserer Meinung sind. Als zweites, und da geht es jetzt dann schon ein bisschen in die technischere Richtung, brauchen wir natürlich Grundlagen. Wir brauchen eine Basis von Informationen, von Daten, auf die wir unser Wissen aufbauen können, zu denen auch die Öffentlichkeit dann Zugang hat. Und hier möchte ich anmerken, dass, und ich weiß nicht, ob ich hier Preaching to the Choir mache mit der Ansicht, aber die alleine zur Verfügungstellung von diesen Daten genügt oft nicht. Also man muss Communities engagen, man muss Einblicke geben, wie wurden diese Daten erhoben, wie wurden sie gesammelt, was gibt es vielleicht für Einblicke, die nur diejenigen haben, die sie erhoben und gesammelt haben. Und dann braucht es die Intermediäre, von denen wahrscheinlich auch viele hier sind, Datenjournalisten, Menschen, die die Daten analysieren und aufbereiten und so
zugänglich machen. Also nichts passiert in dem Bereich Open Data von selbst. Und neben einem besseren Informationsfluss zwischen Staat und Bürgerinnen können offene Daten natürlich auch Innovation fördern. Also oft zitiert, dass Unternehmen ganz neue Dienstleistungen darauf aufbauen. Was wir viel häufiger sehen, ist, dass Services angereichert werden mit den Daten. Offene Daten können uns auch dabei helfen, so ein bisschen effizienter mit Ressourcen umzugehen, das Rad nicht immer neu erfinden zu müssen. Daten müssen nicht an mehreren Stellen doppelt und dreifach erhoben werden, sondern es genügt, wenn man die vernünftig an einer zentralen Stelle zur Verfügung stellt. Und dann ein Aspekt vielleicht, der nicht allzu oft, weiß ich nicht, aufkommt, auf den ich auch noch eingehen möchte. Open Data kann auch Vorteile in Feldern wie zum Beispiel der Entwicklung im Bereich von künstlicher Intelligenz ausgleichen. Das zweite Thema ist auch ein technisches Thema, Free und Open Source Software. Also neben dem Open Mind und den offenen Daten benötigen wir natürlich auch Werkzeuge und Tools. Wir benötigen Free und Open Software Communities, in denen Regierungen, Firmen, Non-Profits miteinander auf Augenhöhe arbeiten und an Infrastrukturen entwickeln, die wir für unseren Alltag brauchen. Auch hierzu gibt es einige Argumente. Ich finde es immer gut, die immer mal wieder zu wiederholen, auch wenn man das Gefühl hat, so alle wissen Bescheid. Aber ein Argument, wenn es darum geht, dass Städte und Kommunen Open Source verwenden, ist natürlich die Unabhängigkeit. Andere Städte können das weiterverwenden, weiter ausbauen. Man kann Dienstleister wechseln, man kann mit lokalen Unternehmen zusammenarbeiten. Kurz, es geht um effiziente Nutzung von Steuergeldern. Aber neben den ökonomischen Gründen gibt es natürlich auch andere. Souveränität, dadurch, dass der Quellcode für alle einsehbar ist, kann man schneller Sicherheitslücken finden, so zumindest in der Theorie. Es geht auch um Interoperabilität. Im Idealfall können Nutzer aus einer Vielzahl an Anwendungen wählen und dank offener Formate den Anbieter wechseln. Ganz interessant, in der nächsten Ausgabe des Technology Reviews hat der Leiter der Sprung Innovationsagentur des BMBF, der heißt Rafael Laguna de la Vera, erwähnt, dass Open Source quasi der europäische humanistische Weg der Digitalisierung ist. Also quasi so eine Antithese zum Silicon Valley und zur China-Version des Internets. Und wenn man sich die Nachrichten aus dieser Woche zum Beispiel anguckt, also hier heiße online vor ein paar Tagen, das EU-Parlament drückt von seiner WhatsApp-Empfehlung ab und empfiehlt Jabba und prüft gerade Signal, also vielleicht doch in Richtung Free und Open Software und nicht Empfehlungen, die auf Facebook zurückgehen. Das war jetzt ein bisschen Theorie und jetzt kommt eigentlich der spannende Teil. Also wie gelingt es uns, bessere technische Infrastruktur, nützlichere Werkzeuge für Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln? Was ist dabei wichtig? Ich will jetzt in dem nächsten Teil so ein paar Beispiele erwähnen, die zum einen aus meiner Arbeit kommen, manche sind aus Deutschland, manche sind auch aus dem internationalen Bereich. Wenn wir an Free- und Open-Source-Software denken, dann denken wir häufig erstmal an die Ebene der Anwendungen. Also fallen uns LibreOffice, Firefox, GIMP, ich weiß nicht, was die Leute hier noch so verwenden, ein. Doch es gibt auch eine Reihe von wichtiger Infrastruktur, auf die wir oft nicht als erstes kommen. Eine Reihe von Protokollen, von Libraries und anderer Infrastruktur. Und auf die Infrastruktur verlassen wir uns, aber die Entwicklung und Instandhaltung, ist es häufig so, dass nur sehr wenige dran arbeiten. Die Ford Foundation hat letztes Jahr einen Bericht, eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Roads and Bridges, the Unseen Labor Behind Our Digital Infrastructure. Und in dem Report zitieren sie unter anderem eine Studie der Universität Minas Gerais in Brasilien, die sich in 2015 133 der populärsten, meistgenutzten GitHub-Repositories angeguckt hat, über Programmiersprachen hinweg, Open-Source-Repositories, und sie haben herausgefunden, dass das Überleben oder das Bestehen von diesen 133 Repositories, dass es bei zwei Dritteln so ist, dass die von einer oder maximal zwei Personen gemaintained werden. Das heißt, es gibt zwar häufig einige Contributors, aber die Hauptverantwortung, lastet häufig auf den Schultern von einzelnen Personen. Und wir beklagen zwar häufig die Tatsache, dass es nicht genug Alternativen gibt, dass wir quasi zentralisierte Service von großen Softwarekonzernen nutzen müssen, aber um Alternativen zu entwickeln, fehlt es halt häufig auch an finanzieller Unterstützung. Vor allem, was die Maintenance von der Software betrifft. Eine Entwicklerin bringt es häufig wenig Ruhm ein, so eine Software zu maintainen über Jahre. Was Neues zu entwickeln, ist natürlich immer spannender. Und Förderung ist so ein wichtiges Instrument,
um Menschen die Arbeit an der Software zu ermöglichen und um kritische Infrastruktur am Laufen zu halten, um Bugs und Sicherheitslücken zu finden und um auch Forschung an den gesellschaftlichen oder möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen zu bearbeiten. Und wie gerade bereits erwähnt wurde, habe ich in 2016, um ja, dem Problem so ein bisschen entgegenzukommen, ein Förderprogramm gestartet in Deutschland, den Prototype Fund. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung vergeben wir innerhalb von 4 Jahren 8 Millionen Euro an Open-Source-Projekte. Und zwar geht es wirklich um Prototypen, um Einzelpersonen und kleine Teams. Das ist so ein bisschen die Krux dran, denn das Ministerium vergibt ja große Summen an Forschungseinrichtungen, an Unternehmen, aber Einzelpersonen waren bisher immer ausgenommen aus den Förderungen. Kleine Teams, da stand sofort in den Förderbestimmungen, die brauchen sich gar nicht erst zu melden. Wir fördern Entwicklungen im Bereich Open Source Infrastruktur, der Bereich, der sich häufig nicht so leicht kommunizieren lässt, aber auch Civic Tech, Data Literacy und im Bereich Sicherheit und Datenschutz. Und was ganz interessant ist auch bei dem Programm, ist, dass wir eben nicht nur finanziell unterstützen, die Unterstützung läuft über 6 Monate, man kann bis zu 47.500 Euro bekommen, sondern dass wir die Leute auch vernetzen in den Coaching im Bereich Kommunikation, UX-Design und so weiter geben. Und das sind tatsächlich Coachings, die gut angenommen werden und wo wir teilweise das Feedback bekommen, dass die hilfreicher sind als wirklich nur die finanzielle Förderung. Was fördern wir da für Projekte? Ich habe jetzt mal Infrastrukturprojekte rausgesucht. Ein Projekt, das wir fördern, nennt sich Secure Drop. Ich weiß nicht, kennen das Leute hier? Verwenden das Leute hier? Nur so kurz. Ah ja, hier ist jemand. Genau, es ist ein Informationseinreichungssystem für Whistleblower, mit dem Daten sicher von anonymen Quellen übermittelt werden können. Das Tool wurde seinerzeit von Aaron Swartz in die Welt gebracht und wird mittlerweile von vielen Non-Profits, aber auch von vielen Medien verwendet. Und wie wichtig Whistleblower für unsere Demokratie sind, wissen wir nicht erst seit Edward Snowden. Also gerade in Zeiten von Massenüberwachung sind solche Tools einfach wichtige digitale Infrastruktur. Das zweite Projekt, das ich rausgesucht habe, ist eine Organisation aus der Schweiz, HurryDocs. Die kennen wahrscheinlich ein paar mehr, oder? Kennt HurryDocs jemand? Genau, die entwickeln Software für Menschenrechtsorganisationen beziehungsweise unterstützen Menschenrechtsorganisationen dabei, Informationen und Technologie auf einfache und effiziente Art und Weise zu nutzen. Und das Projekt, das wir gefördert haben, war ein Machine Learning Projekt namens Uwasi. Man sieht es hier so am unteren Rand der Folie. Da wird Machine Learning dafür verwendet, um große Datenmengen zu durchsuchen und zu filtern und ist darauf ausgelegt auf Use Cases von investigativen Journalisten und auch von Menschenrechtsorganisationen. Dann der Prototype Fund, klar, staatliche Förderung ist schön in dem Bereich, es gibt aber noch einige andere spannende Projekte, die Open Source, die Entwicklung von Open Source fördern. Das ist eins davon, Open Collective, gestartet meines Wissens nach in New York. Und zwar geht es darum, Open Source Projekten einfach und unbürokratisch Förderung von Einzelpersonen zukommen zu lassen. Das heißt, man kann an Projekte spenden über diese Plattform, die ist quasi ein Fiscal Sponsor und reicht das Geld weiter an die Entwickler, die Entwicklerinnen, die teilweise gar keine eigenen Entitäten oder keine eigenen Unternehmen gründen müssen, um das zu empfangen. Über die letzten Jahre wurden 9 Millionen Dollar vergeben von über 19.000 Einzelpersonen, Individuen, teilweise auch Firmen. Also ganz spannendes Projekt. GitHub hat sich das auch so ein bisschen abgeguckt. Ich weiß nicht, ob das die Inspiration war, aber über GitHub kann man ja mittlerweile auch Spenden an einzelne Softwareprojekte durchführen. Natürlich gibt es noch andere, den Moss Fund von Mozilla, die Linux Foundation macht auch einiges. So, das war der Teil mit den Förderungen und jetzt wollte ich noch mal kurz nach den Förderungen und Infrastrukturanwendungen zum Thema Partizipation, zum Thema Bürgerbeteiligung kommen. Also für was kann man neue Technologie nutzen, wie kann man Menschen dabei helfen, im Diskurs zu bleiben und Werkzeuge zu entwickeln, die ihnen den Alltag vereinfachen, aber auch anderen in ihrer Umgebung näher bringen und Empathie zu denen zu fördern, denen man vielleicht sonst widersprechen würde. Für eine lebendige Demokratie, in der Bürgerinnen aktiv mitgestalten, sind neue digitale Partizipationsmittel unabdingbar. Und hier habe ich 2 Beispiele aus dem internationalen Ausland. Das erste Beispiel
ist ein Beispiel aus Taiwan von Audrey Tang, die dort Digitalministerin ist. Die hat diese Woche einen Meinungsbeitrag in der New York Times geschrieben, den wir hier sehen, mit dem Titel A Strong Democracy is a Digital Democracy. Und sie schreibt in dem Beitrag, Democracy improves as more people participate. And digital democracy remains one of the best ways to improve participation, as long as the focus is on finding common ground and creating consensus, not division. Und um diesen Konsens auch in großen Gruppen herstellen zu können und das zu schaffen, hat Taiwan ganz spannende neue Formate entwickelt. Menschen mit unterschiedlichen Meinungen finden über die Tools zusammen und arbeiten in Richtung Konsens. Und wie sie schon erwähnt hat, das häufig ohne Hasskommentare und ohne Polarisierung. Eines der Tools, das sie dafür nutzen, ist ein ganz interessantes Open-Source-Tool namens Polis. Und zwar ist es eine Plattform und ein Umfragetool zugleich. Mit Hilfe von Machine Learning werden Meinungen, Vorschläge und Votes geclustert. Man muss sich das so vorstellen, eine der ersten Policies, über die diskutiert wurde, war Uber und welche Regulierungen es in Taiwan rund um Uber geben soll. Und über dieses Tool konnten Leute so tweetlange Meinungen, Statements, Vorschläge zu Regulierungen einbringen. Und man muss sich das vorstellen wie so Karten. Und darunter gibt es Buttons, accept, decline, pass. Und je nachdem, was die Leute dann wählen, werden sie in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Und man sieht, wie sich die Lager aufspalten, wo die Leute einer Meinung sind, wo sie nicht einer Meinung sind. Und das ist das Interessante an dem Tool, weil man sich so einander annähern kann, indem man halt wirklich, wenn da Millionen von Leuten partizipieren, kriegt man einen Überblick, wo sind drei oder vier Lager und was ist vielleicht ein Thema, ein Subthema, selbst wenn man sich im Kern nicht einig ist, zu dem man Konsens findet. Und ein Beispiel war zum Beispiel bei Uber, dass ein Thema, obwohl es da viele unterschiedliche Meinungen gab, aber ein Konsens bis zu 91% haben dem zugestimmt, dass man schon neue Regulierungen, dass Regulierungen up-to-date sein müssen für neue Technologien. Das heißt, das sind dann Ansatzpunkte, wo man als Politiker, als Politikerin ansetzen kann, wenn man sieht, dass es da Übereinstimmung gibt. Und die größte Plattform in Taiwan heißt Join. Und was ganz interessant ist an der Plattform, sie hat 10,6 Millionen Nutzer. In dem Land, in dem es 23,7 Millionen Einwohner gibt. Das heißt, es ist sehr stark in die Breite getragen worden. Und was auch ein spannender Aspekt ist, dass nicht alles online passiert, sondern dass es auch viel Offline-Meetings und Beteiligungsformate gibt. Also Taiwan ist auf jeden Fall ein spannendes Beispiel, wenn es um Bürgerbeteiligung geht. Auch die Geschichte dahinter ist interessant, kann ich später vielleicht nochmal erwähnen. Das zweite kommt, oh Wunder, aus Barcelona. Und zwar ein sehr progressives und spannendes Projekt namens Decidim. Es ist ein politisches Netzwerk, bezeichnen sie sich selbst, eine Plattform für demokratische Partizipation, die unter der Bürgermeisterin Ada Colau, die 2015 an die Macht gekommen ist, entwickelt wurde als freie Software. Und die Regierung, als sie damals an die Macht kam, war Beteiligung eines der wichtigsten Themen, quasi die DNA. Es gibt sogar eine eigene Abteilung für Bürgerrechte und Beteiligung. Und eines der ersten Projekte, das sie umgesetzt haben mit der Plattform, da ging es um offene Beteiligung zur Regierungsagenda, also ganz zum Start der Legislaturperiode. Und normalerweise ist es ein sehr bürokratischer Prozess, der hinter verschlossenen Türen stattfindet. Man hat ihn aber über dieses Tool geöffnet und auch über 400 Treffen, die offline stattfanden, sodass 40.000 Bürgerinnen sich aktiv beteiligt haben. Auch noch ein spannender Fakt ist, dass 70% aller Maßnahmen, die der Stadtrat behandelt, stammen von diesen Bürgerinnen, also aus diesem Verfahren. Die Plattform ist ziemlich groß, die Tools dahinter sind sehr mächtig. Also man kann strategische Planungsprozesse mit großen Gruppen durchführen, Planung von Bürgerhaushalten, kollaborative Gestaltungsprozesse für Regulierungen und so weiter. Und die Plattform bietet auch Möglichkeiten, sich offline zu organisieren, also Meetingplaner, Einladungsmanagement und so weiter. Ganz wichtig, Decidim versteht sich nicht als reines Technologieprojekt, sondern als technopolitisches Projekt, das politische, rechtliche, institutionelle, praktische, soziale, ökonomische Codes miteinander verbindet.
Was die Plattform wirklich von ähnlichen Projekten unterscheidet, ist nicht nur der politische Wille, der dahinter steckt, dass man auch wirklich will, dass Leute sich beteiligen und einbringen, sondern dass es von einem Konsortium entwickelt wurde. Lokale Unternehmen, Open Source, Free Software Communities, die IT-Abteilung der Stadt. Da gibt es bis zu 40 Entitäten, die im Hintergrund dran mitarbeiten. Und sie haben auch ein ganz gutes Governance-Modell entwickelt für neue Features und so weiter. Wer die Plattform verwendet, und das ist auch ein Unterscheidungsmerkmal zu anderen Tools, muss auch einen Sozialvertrag unterschreiben, der besagt, dass a) die Plattform immer freie Software bleiben wird. Dann das Zweite ist, Transparenz und Nachvollziehbarkeit muss immer gewährleistet werden. Das ist auch interessant bei der Plattform. Wenn man sich beteiligt, dann sieht man auch wirklich die einzelnen Schritte, kann nachvollziehen, meine Beteiligung, wo ist die eingeflossen, zu welchem Outcome, zu welchem Output hat die geführt. Open Data ist natürlich auch ein wichtiger Grundsatz. Das heißt, alle Dokumente, die müssen in mehreren Formaten zur Verfügung stehen, zum Download, und Daten müssen auch eingebunden sein und über APIs abfragen. Sein. Chancengleichheit aller Nutzerinnen ist auch ein weiterer Faktor, Datenschutz und Rechenschaftspflicht. Also Rechenschaftspflicht, wirklich dieses Nachvollziehen können, nachdem eine Entscheidung getroffen wurde, über die Plattform zu evaluieren und nachvollziehen zu können, wie es dazu gekommen ist. Zu guter Letzt, das letzte Thema, auf das ich kurz eingehen möchte, brauchen natürlich alle diese Maßnahmen ein solides Fundament. Wir brauchen den freien Zugang zu Wissen und Informationen, starke Gesetze, die uns das ermöglichen, und mehr Ressourcen, um diese öffentlichen Daten zu nutzen, beziehungsweise auch bessere Werkzeuge, um sie zu interpretieren. Und jetzt könnte ich natürlich einige Beispiele von offenen Daten aus Stadtverwaltungen und Regierungen aufzählen, aber ich dachte mir, ich nehme ein Beispiel aus, von einem Unternehmen. Mozilla. Und zwar, wie können Unternehmen offene Daten zur Verfügung stellen? Mozilla hat in 2017 ein Projekt gestartet, das nennt sich Common Voice. Und zwar ist es die größte frei verfügbare transkribierte Voice-Datenset. Damit können Spracherkennungssysteme und vieles mehr trainiert werden. Insgesamt haben sie 1400 Stunden an Material zur Verfügung gestellt in 18 Sprachen. Das heißt, es ist auch ein einigermaßen diverses Set. Die haben das gecrowdsourced auf ihrer Webseite. Man kann, wenn man auf die Webseite geht, selber was dazu beitragen und selbst seine Stimme hochladen. Und warum, vielleicht die Frage, warum nehme ich dieses Beispiel Voice Data? Weil gerade der Bereich von Voice eigentlich ein sehr geschlossener ist. Also es gibt die großen Unternehmen, Apple, Amazon, die dann halt mit Siri oder Alexa ihre Devices haben, über die sie große Mengen an Daten sammeln, aber sehr wenig an Datensätzen für Forschung und für Startups. Das war jetzt ein Beispiel, wie sich auch Firmen öffnen können und der Gesellschaft Daten zur Verfügung stellen können. Und jetzt zum Ende des Talks, also wenn wir wieder zurückblicken auf den Titel Open Source Innovationen für eine freie und offene Gesellschaft, so hoffe ich, dass man über diese Beispiele und über die Präsentation erkennen kann, dass es halt nicht immer ein Tool, ein isoliertes Tool wie, weiß ich nicht, offene Daten oder nur Open Source alleine ist, die gesellschaftliche Innovation ermöglichen und uns in Richtung selbstbestimmter, freier und gerechter Gesellschaften bringen, sondern dass es wie bei diesem Barcelona-Beispiel einfach immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Aspekten ist. Von rechtlichen Rahmenbedingungen, von Bildung, politischer Teilhabe, Transparenz, Kommunikation, Kollaboration und viel mehr. Genau, und damit möchte ich gerne enden. Vielen Dank. Ich habe mir eigentlich aufgeschrieben, dass ich dich fragen möchte, ob du mir noch irgendwelche Best-Practice-Beispiele bringen kannst, aber jetzt hast du sie recht schön ausführlich irgendwie gebracht. Das war super. Ich habe eine kurze Frage dazu, und zwar hast du erwähnt, dass die Anreize ein wenig fehlen, so eine Software, eine Open-Source-Software zu maintainen. Mhm. Und dann gehst du auf die Förderung ein und sprichst über finanzielle Förderung. Also würde jetzt ein Zyniker, eine Zynikerin sagen, wir brauchen dafür einfach mehr Geld. Also sie müssen einfach belohnt werden, entlöhnt werden. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich so die einfache Antwort, dass man sagt, so, okay, wenn man auf irgendwas Geld wirft, dann wird es schon funktionieren. Was man teilweise sieht, also auch als ich mit Open Collective gesprochen habe, ist teilweise auch die Sache, dass angenommen,
man spendet jetzt an so ein Open-Source-Projekt, das kein Verein oder auch keine große Governance-Struktur dahinter hat, angenommen, man spendet ihnen viel Geld, dann ist es häufig so, dass sie nach einem halben Jahr dieses Geld nicht ausgegeben haben, weil sie diese Entscheidungsmechanismen, diese Strukturen nicht haben, für wo gibt man das denn jetzt aus? Also es ist auch interessant, sich anzugucken, und das macht die Ford Foundation gerade in ihrer Research, wie sind diese Communities, diese Projekte aufgestellt? Gibt es da Rollen? Gibt es da einen Community Manager? Oder entwickelt einfach jeder so drauf hin? Und das, genau, das sind halt auch alles Aspekte, die man jenseits dieses, okay, man gibt mal Geld in irgendwas hinein, beachten muss, aber wo man auch noch, und vielleicht haben da Leute hier noch viel mehr Einblicke, aber wo man teilweise auch noch nicht so richtig gute Einblicke hat. Mhm. Ja. Und halt nochmal diese, abseits der finanziellen Förderung, was können vielleicht Funder diesen Communities noch zur Verfügung stellen? Also wie kann man Leute vernetzen? Wie kann man einfach Wissen, wenn es um Leadership geht, in diese Communities reintragen, die Leute da unterstützen? Finde ich auch ganz interessant, jenseits der finanziellen Förderung. Mhm. Und wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit für Fragen aus dem Publikum. Ich habe hier das Mic 1, das wir gerne an Publikumsgäste reichen können, falls sie Fragen haben für Julia Kläuber. Nochmals zurück zu Open Source Förderung. Ich sehe, also ich mache selber ein Projekt alleine, ohne Förderung, aber ich komme so ein bisschen aus der Geschäftswelt, und was ich für ein Problem sehe, ist, wie entscheidet man überhaupt, welche Projekte sind förderungswürdig? In der kommerziellen Welt haben wir oder hatten wir mindestens einen Mechanismus, man geht pleite, wenn man keine Kunden hat. Aber was ist das Entscheidungskriterium, wenn es keinen solchen Feedback-Mechanismus gibt? Mhm. Und dann wollte ich noch darauf hinweisen, es gibt noch eine Organisation in Amerika, Tidelift. Das ist eigentlich das Vorbild für das, was GitHub jetzt macht. Also da kann man spenden, also Abos im Prinzip für Open-Source-Projekte machen. Und das geht praktisch ganz an die Maintainer dieser Projekte. Mhm. Das ist eine wirklich interessante Frage. Also ich kann es vielleicht für den Prototype Fund beantworten. Wenn wir Einreichungen bekommen und wir kriegen pro Runde so um die 250 Einreichungen von Projekten, dann achten wir drauf, natürlich, es sind Steuergelder, die wir vergeben. Das heißt, wir haben dann nochmal was vorgelagert oder Dinge im Hinterkopf, die wir beachten müssen. Wir achten drauf, wie vielen Menschen kommt sowas potenziell zugute? Haben sich die Leute überlegt, welche Zielgruppe sie mit dem Projekt erreichen wollen? Also wie konkret hat man sich darüber Gedanken gemacht? Nicht nur, es ist ein interessantes Konzept und Projekt, aber für wen entwickelt man dieses Projekt? Man muss es auch relativ prägnant und kurz beantworten. Dann gibt es natürlich immer noch so, was eher vage ist, so was ist der Innovationswert von etwas. Aber abgesehen davon finde ich, es ist auch total legitim, Experimente zu fördern. Also zu sagen, wie kann man Community, also es gibt ja auch Dinge wie Kulturförderung, wo man ja jetzt vielleicht auch nicht eins zu eins sagen kann, okay, das ist der Impact, den diese Förderung hatte. Und ich denke, vielleicht im Technologiebereich wäre es auch interessant, gerade im Open-Source-Bereich so zu denken, wie kann man Communities unterstützen, wie kann man dazu beitragen, dass Leute an experimentieren, neue Dinge ausprobieren und erforschen. Das heißt, ich glaube, es gibt nicht immer so dieses 1-zu-1-Impact, was hat es bewirkt, messen. Aber klar, in der Wirtschaft ist es natürlich was anderes. Tut mir leid, wenn ich da jetzt auch keine super zufriedenstellende Antwort drauf habe, aber sehr interessante Frage, die man ganz gut diskutieren könnte. Wahrscheinlich mit allen hier. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine Frage. Da hinten. Jetzt musst du rennen. Vielen Dank. Ich glaube, es ist angetönt worden, dass, wie wichtig das ja eigentlich auch Governance ist, also wie man es so breit fasst. Und in der Politik und in der Wirtschaft gibt es ganze Wissenschaften über Management, und man kann sagen, okay, wir sind erfolgreiche. Auch in Open Source oft der Erfolg, eigentlich die erfolgreichen Projekte zeichnen sich eher davon aus, dass sie eben Good Governance haben. Also wenn im Förderungsbereich gibt es da so eine Art Incubator oder Methoden, wie man eben versucht, sagen, okay, die Technologie, das haben viele, aber eine Organisation aufbauen, die funktioniert, ist an sich schwieriger als gute Software zu schreiben. Und wenn man Förderung machen kann in dieser Richtung, gibt es da irgendwelche Organisationen, die eigentlich helfen mit Framework, mit Governance, mit Organisationsdesign
eher als irgendwie mit Geld oder mit Technologie. Ja, also wir sind beim Prototype Fund jetzt an dem Punkt, wo wir genau da unterstützen möchten. Also wo einzelne Entwickler und Entwicklerinnen uns fragen, so, oh, wie kriegt man eigentlich Contributor und wie hält man die? Also wie schafft man ein Modell, dass man auch für andere zugänglich ist und andere anfangen können, an dem Projekt mitzuarbeiten? Ich weiß, dass Open Collective da einige Sachen anbietet. Und wie gesagt, ich glaube, es ist erst ziemlich am Anfang. Also die Ford Foundation hat gerade 1,3 Millionen dafür ausgegeben, Open Source Infrastruktur und diese Communities zu erforschen. Forschen und zu untersuchen. Also ich glaube, das passiert auch noch viel zu selten. Das heißt, ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren noch viel mehr solche Programme gibt. Ich weiß nicht, ob die Linux Foundation irgendwas in die Richtung macht. Ja, genau, aber ich glaube, es ist halt noch so ein Bereich, den man nicht so ganz fassen kann. Also was sind da die Probleme? Dieser Report Roads and Bridges, der zeigt da schon einige Sachen auf. Aber ich glaube, die Programme, da jetzt wirklich Unterstützung zu leisten in den Bereichen, die kommen jetzt erst auch. Und man muss sich natürlich auch angucken, genau, wo funktioniert das gut und welche Erfahrungen aus diesen Communities, die stabil, die gut aufgestellt sind, die gute Governance-Modelle hat, kann man mitnehmen. Ja. Wir hatten letztes Jahr als Keynote-Speakerin Catherine Mayer, die CEO von Wikimedia. Und das ist auch so ein Anschauungsbeispiel, was man da hernehmen kann, um eben solche Governance-Fragen in dem Open-Source-Bereich zu klären. Also die haben ja einen sehr strikten Code of Ethics beispielsweise und die haben einen sehr ausformulierten und durchdachten Mechanismus, um mit den Mitgliedern und mit den Contributors umzugehen. Aber auch da sieht man, hat man immer wieder Schwierigkeiten. Ja, also was wirklich von außen sehr interessant aussieht, ist eben dieses DECIDIM-Netzwerk. Die haben jetzt Ende des Monats eine Konferenz für Leute, die sich dafür interessieren. Ich könnte mir vorstellen, dass man da nochmal Einblicke kriegen kann. Ja. Auch wie stellen sich die auf mit diesen 40 Organisationen, die das gemeinsam maintainen und weiterentwickeln. Ja. Genau. Super. Ja, sehr spannend. Vielen Dank, Julia. Dankeschön. Danke sehr für den schönen Vortrag.